gewinnen und nur wenige Pokémon zur Auswahl hat. Ja, wie dein Fall nur eins. Deswegen bin ich, wie gesagt, mit den zwei noch. Habe ich da nur ein temporäres. Ich habe mich gerade erst mit meinem Pokémon angefreundet. Deshalb weiß ich nicht, wie gut es laufen ist. Kann mich nicht mehr kämpfen? Ich muss mal den Ding ausprobieren, wenn ich es gelernt habe. Ich wollte wieder verpissen. Kann bedeuten, entweder ihr verliert einen Kampf oder gewinnt einen Kampf, wenn sie dann mal fehlen. Aber waren uns nicht sicher, dass wir es schaffen können. Aber ich bin nicht auf der Kampf gespannt. Oh, nun mal sprich auf meinen Zeug. Wie kennst du dich? Oh, du bist wirklich gut. Mit wen Kampf getroffen und keine Chance. Du bist diese Tänze mit Sicherheit nicht krank. Und ich bin nicht schön. Gegen 10. Kraftschub. Okay. Lässt den Spezialangriff und den Spezialverteidigung sein. Wir hören es uns am Kind, dass die beiden bringen, gerade im Hinblick auf den Kampf in den ersten Orden. Dann haben wir das wahrscheinlich. Zwischendurch gab es mal TMs, die waren zwar keine teuer, wenn die gekauft hat, aber. Gut, dann haben wir das Thema Federschule auch abgearbeitet. Und jetzt fehlt eigentlich noch eine Aufgabe, die wir in den Schaden machen müssen. Wurde ich aber schon darauf hingewiesen, es gibt nämlich ein Pocket noch zu gewinnen, Leute. Von diesem Herrn, der euch dann anspricht, wenn ihr aus der Trainerschule kommt. Vielleicht soll ich der Pokémon Trainer sein, aber das ist ja nicht mein Pocket. Das ist ja nicht mein Pokémon Armadur. Eine gute Rede zu drin. Ich habe den Pocket erfunden, musst du wissen, ich werde ihn jetzt serienmäßig her. Also werde ich zudem auch noch eine Werbekampagne dafür. Um teilzunehmen, musst du nicht bei der Tür als toll kleines Jugendschatz zu finden. Wenn es gelingt, wird mir ein Pocket geschenkt. Ja, die kann uns auch noch mal gefunden haben. Ja, gefunden. Der eine steht hier. Hallöchen, wer glaubt, dass der Pocket schon Pokémon-Stärke, wenn es kämpft, schreibt es auf Ausdruck. Bingo, dann bin ich so weit richtig. Pokémon-Bildung der Start-Tat stärker. Dann nehmen sie alle Pokémon im Kampf besiegen. Manche Pokémon nehmen dadurch sogar irgendwann eine völlig andere Gestalt an. Dann sind wir dann dicker. Hier, bitteschön, dann. Ein Coupon, nein. Ja, im Original stand sie hier so in Pokémon-Prototypen. Ich weiß auch gar nicht, ich auch. Mit Coupon hier, K-U-P-O-N geschrieben. Hier ist das hier nicht. Weil wenn ihr die Original auf dem DS spielst, habe ich das so ein bisschen gestört. Ich finde es gut, dass ich das ein bisschen gerne mache. So, den zweiten Clown. Hallöchen, hier ist der Clown auf der Pokémon-Kampagne. Hier ist meine Frage. Aber wenn Pokémon noch einfach zu fragen gibt, auch das haben wir zwischendurch gelernt. Natürlich nur von Menschen gemacht. Wir können zwar die Items geben, aber wir können sie nicht. Ein Pokémon kann der Zapfen halten.
Frage. Welcher der zwei Pokémon verspeist sich, wenn deine Pokémon getragen werden? Wenn die Pokémon eine Beere verspeist sich, diese Lobby darf eigentlich nicht werden. Das Kampf los. Hier bin ich wieder. Das ist die Frage. Nummer 3. Nummer 2. Den letzten Clown findet ihr hier hinter. Vor der Pocket-Firma. Hallo, ich bin Oliver Clowns aus der Pocket-Firma-Kampagne. Hier ist meine Frage. Pokémon, wir haben ja wahrscheinlich verschiedene Typen. Geht das weiter? Ja. Genau, damit wir jetzt auch wieder Gold finden. Der Typ eines Pokémon, der in seiner Attacke entspricht, sieht es wesentlich stark aus. Hier, bitte schön, der Pocket-Firma-Kampagne. Frage Nummer 2. So, wir gucken da gleich nochmal vorbei, wenn wir nämlich fertig sind. Dann, wenn ihr die Clowns gefunden habt, geht ihr wieder zu den Typen zurück. Kostet das an. Dann würde ich mal wieder Coupons zählen. Dazu mit dem Begriff des Pocket. 1, 2, 3, bravo. 1, 2, 3, bravo. Da kann ich nur applaudieren. Da stehen die Coupons halt so an. Kann man schon wieder machen. Bitte sehr. Cool. Also Pocket an. Wir wollen jetzt aufrüsten. Auf die Seite ganz klar. Die wird wieder passt und probiert den Pocket-Spot aus. So, jetzt haben wir den natürlich. Und jetzt gehen wir mal kurz zurück. Zu dem Gebäude hier. Mit dem ganz kleinen Leute. Hi! Ich bin der Präsident der Pocket-Gesellschaft. Ich habe gerade einen neuen Wert für den Pocket, aber ich bin noch nicht fertig. Ich denke, sobald ich meinen ersten Ordner, sollten Sie bereit sein. Und ich meine weitere Rätsel im Pocket zu entwickeln, dann genau ein Pokémon entwickelt sich in meinem Pocket weiter. So, hier könnt ihr nämlich gucken, Uhrzeit, aktuelle. Dann habt ihr Pokémon noch. Haltet ihr die Erdtaste gedrückt? So, genau, das haben wir in Jubel-Shutter-Arbeit abgearbeitet. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bei Let's Play Pokémon schauen wir an. Und dann machen wir mit der nächsten Runde weiter. Und da wird uns dieser Typ nämlich schon aufgehalten. Da freue ich mich, wenn er hier wieder einschaltet. Oder bei Let's Play Pokémon. We'll be right back.
Also, kannst du kurz machen, wir müssen lauter. Du verlierst auch immer. Ja. So, Kiffer aus dem Blau. Ganz, ganz so schlecht. Und deswegen. Ja. Du machst Fehler. Du setzt gegen ein Pokémon, was speziell für dich heißt. Was denn? Ich hab das schon gesehen. Ich hab das schon gesehen. Kein Flug-Pokémon ins Team kommt, da liegen die runter. Wenn ich ein Mainstream-Pokémon ins Team geht. Generell ja. Aber.